So, und herzlich willkommen zurück zu den Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir erfahren, wer der Spion unserer Mannschaft ist, und das Ganze wurde ein bisschen runtergespielt im Sinne, dass die Info ja nur unwichtige Details geliefert hat, obwohl wir auf dem Schiff gesehen haben, dass er ganz genau erzählt hat, dass wir bald auf Titania zurückkehren, was dazu geführt hat, dass uns jetzt die Ferien abhanden gekommen sind, die wir alle brauchen. Na, großartig. Wie muss sei, erstmal Expedition. Take a look at this. Wow. Der Loot war bestimmt krank. Naja, wie muss sein, die Quickie-Halbinsel. So, die Ferien müssen noch irgendwo auf Titania sein. Theoretisch. Also suchen wir die erstmal. Ey, und wir haben einen Shop hier. Moment, müssten wir eigentlich von der anderen Seite reinkommen? Wie auch immer jetzt diese Mistviecher hier sein können, die zu schnell sind. Oh mein Gott. Na gut. Ziehen wir es kurz durch. Get fucked. Am Ende sind die gute Brighton. Dann ist das wieder in Ordnung. Na eben, da wird halt schon wieder eine Seele mehr. Das heißt, der Kombo kann noch länger werden. Und die gespeicherten Seelen noch extremer ausrasten. Genau das meine ich. So viele Seelen, oh mein Gott. Und trotzdem kommen die Viecher immer noch neu rein. So, jetzt reicht's aber. Unarmed? Hardly. These are deadly EP, krass. Quarzsachen. Quarzsachen immer gut. Okay, ich gehe erstmal in die Richtung. Und schau, was oben auf dem Wachturm drauf ist. Kann ja sein, dass ich hier oben schon den ersten einsammeln kann. Aber man hat auch, hoffentlich lassen die Ferries auch im Leben, weil wenn sie die sinnlos umbringen oder mitnehmen, dann stehen wir wieder da. Weil das mit dem letzten Ferien haben wir leider ein bisschen verkackt. Wir hatten ja die Story mit den zwei Geschwistern, die jetzt beendet wurden. Wir waren so kurz davor, die Welt in Dunkelheit zu hüllen. Verdammt. Kannst du bitte nicht so nahe kommen? Junge. Okay. Kranke Boys. Vor allem enge Gänge. Ja, weil wir immer ausrasten. Irgendwie wollen die mir keine Seelen geben. Ja, doch jetzt. Ist zu schwach, das glaubt. Warum müssen die jetzt nochmal so viel aushalten? Eigentlich gebe ich doch schon gut. So, jetzt aber hier Seelen-Spam. Wo kommen die Schlangen her? Da gibt mir keine Seele. Er hat 4 Seelen, da gibt mir keine. Jetzt. Und nochmal. Nicht, dass er mir die Seele mal gibt oder so. Alter, aber für den EP hat es schon Ordnung. Kann ich meinen Fokus irgendwie noch höher drücken? Ich habe ja schon 534 Fokus. Viel mehr geht da ja eigentlich nicht. Die Quarzlinie könnte ich eventuell nochmal irgendwann upgraden. Wenn die Gegner mir jetzt auch ordentlich Quarz geben, heißt das. Makes me sick. But still, it fits their reason. They want strength, and no art can squeeze strength from a Moloch like that one. Alter, nein! Oh mein Gott! Ernsthaft jetzt? Das eine Mal, wo ich keine gefährlichen Kämpfe haben will.
Eieiei. Erstmal wegrücken. Okay, das sind aber nur normale. Oh mein Gott, Seelen. Es ist zu wild. War das ein kleines Mystery? Was, das war jetzt... Hä, das war jetzt gefährlich aufeinandertreffen? Lächerlich. I can see why someone would gamble his life to wield it. They're dying. All of them. Mere tools. Ja, Turtles Boy, gut, dass du da bist. Warum muss es ausgerechnet du sein? Bringen wir es einfach hinter uns. Ja, Kollege, wie sieht denn das aus? Du hast Quarz und Quarz. Du hast vor allem Quarz und Quarz. Du hast des Weiteren Quarz. Quarzstiefel habe ich jetzt 7. Okay. Und ich bin runter und 100.000 Geld. So, die Quarzklinge hätte gern 7 Fragmente mehr. Oh Mann. Aber auch 60% Schaden gegen betäubte Gegner. Habe ich eine Chance, das irgendwie zusammenzubekommen? Okay, 4 bekomme ich schon durch die Quarzstiefel. Ich zerleg die auch gerade, ja? Ja, ich geh auch zerlegen. So, erst die Quarzstiefel. Dann hatte ich, glaube ich, Quarzmonturen jetzt noch. Oder Quarzwesten, die ich opfern konnte. Jawohl. Reicht das schon? Wie viel waren es nochmal? Okay, eine noch. Eine hier, der Quarz am Reif. Na, wo ist die letzte? Oh, Goldklumpen. Quarzpuppe, auch nur eine. Und eine Rüstung mit Quarz? Nein. Ach, da tue ich jetzt halt die. Das Ding ist ja die Quarzarmreif. Einmal opfern, ist doch egal. Dafür, dass der Welt ein Upgrade bekommt. 9 Punkte auf Angriff, 3 auf Fokus. Naja. Nimmt man mit. Oh, das war teuer. So, wo gehe ich jetzt zuerst hin? Ich glaube, ich gehe hier oben zuerst lang. Ich wollte schon sagen, mal keine Mistviecher, aber naja. Am Ende packen die Ferians alle unten an den Erdenpulspunkt, damit die alle ihre gesammelte Bosheit abgeben können. Wir haben hier unter Titanien den einen Punkt. Das wäre wild. Und dann kommt Velvet auch noch dazu und gibt ihre Bosheit ab, und dann kommt der Nominat wieder und dann. Ja, was dann eigentlich? Dann wird er gut gefüttert. So. Ah, okay, ist die direkt voraus. Oh, schau mal. Ich gehe noch mal kurz in die Zellen. Wow. Ah. Na klar. Warum auch nicht? Machen wir es kurz, wenn es geht. Mehr Seelen. Gott sei Dank. Ich
Ja, die vier Fokuspunkte von eben waren nicht genug. Leider. Come on, really? Aber trotzdem, Feldspat, Amphibiol, wertlos. Und überall noch mehr Mistviecher. Oh, eine Schatzkiste. So, komm, es lohnt sich. Grobes Härtungspulver. Ist sogar tatsächlich in Ordnung. Hätte zumindest schlimmer kommen können. Ich müsste natürlich mit dem 250 mystischen Arzt ja bald mal geschafft haben. Wow. Get fucked. Der Pflanz ist immer noch nichts drin. Sinnlos. Und nochmal hier eine Schatzkiste. Komm, gib mir jetzt noch normales Härtungspulver und schon bin ich glücklich. Komm, gib normales. Amphibiol. Na, was soll's. Na gut, gehen wir zum eigentlichen Ziel. Also, ein Ferien war sicher, das waren die Hunde. Zwei, drei Ferien damit sicher. So, you all got away. It was all I could do to flee. I have lost face. You don't have a face. I was so scared. It's okay now, dear. I won't let them cause you any more pain. Medissa was the one who saved us. Thank you. I could never forgive them for involving children. That's all. Kurogane, head to the rear docks. Keep them safe. If you find the prince and Griffin, take the Von Altia and escape. As you wish. Rokuro, take the Storm Quell. I made it with the Orichalcum you gave me. You actually did it. I abandoned all desire and forged it with a clear mind. You will find no harder sword in all the world. Stormquell, made from Orichalcum. I'll use it well, Kurogane. Neue Waffe? Für Rokuro? Ne, ich glaube, das ist eher... Das ist jetzt so ein Ding, was er wieder auf den Rücken trägt, richtig? Schau im Inventar nach. Nee. Ich dachte, ich hätte es gerade hier gesehen. Doch, tatsächlich. Aber was will Rokuro damit, wenn er damit eh nicht kämpft? Warum braucht er das? Er will seinen Bruder mit den Kurzschwertern besiegen. Und nicht mit dem Großschwert. It's complete! The Orichalcum Blade, Stormquell! It's the hardest blade the world has ever known. Even to an untrained eye. That sword is obviously something special. Kurogane is a real master! Color me amazed! The Godblade Storm Howl versus the Orichalcum Storm Quell. This will be something to see. Will it end in triumph, or will you need to try more oomph? The gods alone know. The gods have nothing to do with it. Skill alone will determine who lives and who dies. Wenn's endlich mal so weit kommt. Ich check noch mal kurz hier ab. Obwohl. Erstmal gucken, was er mir erzählt. Ein Ferien mehr. Managed to avoid capture, huh, Prince? As did you. You did well to avoid Artorias and his forces. Lord Artorias is here? He is. I overheard some exorcists mention it. Was? Artorias. If you want to die, do it alone. We're saving the Therians before anything else. Besides,
We're so close to deciphering the ancient book. I know. We'll escape from the rear docks. Follow me. Watch out, Princey Wincy. You ain't no Therian. If Griffin gets there first... Understood. Wir lassen zur Not einfach den Prinzen zurück. Wir brauchen nur den Greifer. Ach, Mistvieh. Ich sehe nur mal aus Prinzip hier unten nach, ob irgendwas geht. Warum haben sie die Carrots nicht gleich runtergenommen? Ich meine, wenn die Titania eher nehmen wollen, hätten sie die einfach alle hier unten gelassen. Und es gibt ja nur noch einen Therian, der gerade die Bosheit absorbiert. Zwei. Theoretisch. Und hier ist viel nichts. Wow. Naja. Ich dachte, es könnte spannender werden. Wenn ich das Spiel nochmal neu anfange, was ich vielleicht machen werde für New Game Plus, aber nicht zwingend für Let's Play, sondern teilweise, dann wird die Story von Anfang an hoffentlich ein bisschen mehr Sinn ergeben für mich. Also die macht bisher schon viel Sinn, aber so einige Motive wie zum Beispiel Ceres, das kann ich dann zum Beispiel besser nachvollziehen. Oder wenn endlich mal das Geheimnis der scharlachroten Nacht geschlüsselt wird, das wurde ja schon ewig nicht mehr erwähnt, als Arthur zuallererst Celica geopfert hat, was damit nur war. Es geht die ganze Zeit nur um Lafayette, den Bruder, aber nicht um Celica. Oh, Quarzsegment, wunderbar. Und Code Red hier drin? Ja, gib ihm. Erfolglos, aha. Okay. Erstmal Schaden da gewesen. Ey, der hat mich gestunt. Wir boxen die Katzen in die Ecke. Hälfte gewonnen. Sie kann uns einfach Lokulus dann. Oh, mein Fokuswert hat gerade einen Debuff. Ist aber nicht gut. Verdammt, ich dachte, ich werde direkt reinchainen. Oh, da ist aber was Neues. Krank. Das muss ich jetzt die beiden noch wieder beleben. Sinnlos. Hier, Trank des Lebens. Bitteschön. Und Eisen braucht auch noch mal kurz Wiederbelebung. Ich werde jetzt hier auch ihre EP erhalten. Ernsthaft? Das hat nicht gereicht.
sinnlos. It was a close one. Rip Blut. But I am the victor. Dreizack ignitiert. Schwere Schwierigkeit, aha. Wertlos. Feldspatstiefel, aha. Das gibt's also jetzt hier in goldenen Thron. So, jetzt darf ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ja, weil ich auf dem Rückweg auf jeden Fall noch ein, zwei Kämpfe machen, damit ich meine Seelen gerade wieder auffüllen kann, meine Stoß gerade. Ansonsten könnte das sehr unlustig werden beim nächsten Boss. So, gibt es noch irgendwo vernünftigen Gegner? So, dass es immer keinen Gegner mehr gibt. Lächerlich. Will Artorias use an Armatus as well? I don't know. It's hard to believe that the Abbey's leader would risk using an art that could end his own life, but the Shepherd's reputation would be ruined if he self-destructed over some botched formula. On the other hand, if the risk is based on the user's ability, then the Legates might not have any trouble. So if Artorias were to try, he'd armatize with Innominaut. Can an Empyrean be used as an Armatus? I'm not even sure Artorias can handle that. He'll do it. Why else would he try to revive Innominaut? But we're talking about an Empyrean. He'll succeed. I'm certain of it. This is the Shepherd Artorias we're talking about here. Whether God or Devil stands in his way, he won't be swayed. That's who he is. Velvet! But it won't save him. He'll die by my hand. Empyrean or no Empyrean. Oh boy. Ja, Turtlesboy, ich brauche neue Tränke. Ist doch irgendwas Spannendes. Oh, Quarz am Reif. Nimmt man mit. Quarz-Talisman, hier Anhänger. Quarz-Montur. Bunte Weste. Ne, ich glaube nicht. Mein Aufnahmeding liegt über der Liste drüber. Sehe es nicht. Quarzstiefel, aber auch teuer. Na, was willst du machen? Ey, Preisnachlass. Unglückswehr. Bringt eigentlich nur Feldangriff. Nee, hä? Was ist? Ach so, das Ding ist genauso gut wie der Quarz-Talisman. Nur halt mit mehr Angriff. Ja, pff, soll ich nein sagen. 600 Angriff auf Rokuro. Und die Expedition ist zurück. Take a look at this. Ich will eine halbe Stunde auf. Great. Nett. All right. Now it's up to you. Wow. Also wenn das nichts wird. So, krieg ich jetzt noch irgendwie einen Kampf zusammen? Nö. Gerade eben konnten die Viecher es noch nicht lassen, mir auf den Sack zu gehen. Doch, hier ist noch einer. You better be ready. So, los, gebt mir eure Seelen. Was ist denn jetzt? Ich muss gleich mal das Ziel wechseln. Die haben ja schon lächerlich hohe Abwehr. Ah, ich bekomme Seelen rein, schon ist der Kampf vorbei. Ja, kriege ich noch einen Kampf zusammen? Hier. Warte mal. Ja, euch hole ich mir lieber. Ja, jetzt kommen die Seelen. So habe ich mir das Shea vorgestellt.
Und ich habe keine Seelen mehr. Und weiter. Und weiter. Und weiter. So, jetzt habe ich wieder Abschluss gerade. Nice. So, und ich würde sagen, dass jetzt hier ein guter Zeitpunkt ist, um die Folge zu beenden. Ich dachte nur schnell speichern, aber das wird schon passen. Also, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir sehen, wo die restlichen Ferians sind und ob Artorius wirklich auf der Insel ist. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.